Ich dachte, Sie wollten heute mal pünktlich Schluss machen. Das wird wohl nix. Ich muss mich noch um diesen ganzen Arbeitsschutzkram kümmern. Hilft ja nichts. Die Sicherheit meiner Leute ist halt Chefsache. Ich gehe dann jetzt, aber vorher wollte ich noch was zeigen. Wir haben da was von der Berufsgenossenschaft bekommen. Das könnte Ihnen helfen. Hier? Chefsache heißt ja nicht unbedingt, dass der Chef alles alleine machen muss. Pflichtenübertragung. Ja? Mit der Pflichtenübertragung beauftragen Sie Ihre Führungskräfte mit der Wahrnehmung von Arbeitsschutzaufgaben in eigener Verantwortung. Meine Herren, ich übertrage Ihnen hiermit einen Teil meiner Unternehmerpflichten. Ich möchte Sie bitten, das hier zu unterschreiben. Die Pflichten werden schriftlich übertragen. Hierbei werden Verantwortungsbereiche und Entscheidungskompetenzen geregelt. Wir gehen einmal noch mal die Punkte kurz zur Erinnerung einfach durch, die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung Betriebsanweisungen zu erstellen, Unterweisungen durchzuführen, Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten und diese Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu kontrollieren, soweit ein Betrag von 500 Euro nicht überschritten wird. In diesem Rahmen können Sie selbstverständlich frei handeln. Ja. Hey, die Arbeitsbühne ist da. Können wir die gleich benutzen oder gibt es irgendwas zu beachten? Da kümmert er sich drum. Wie jetzt? Ich dachte, Arbeitsschutz ist Chefsache. Sicher. Aber Chefsache heißt ja nicht unbedingt, dass der Chef sich immer um alles selber kümmern muss. Hm?